Herzlich willkommen, Frau Dr. Laudin. Sie sind mit im Vorsitz des Krebsverbandes Baden-Württemberg und die medizinische Leiterin des Sozialmedizinischen Dienstes der Rentenversicherung Baden-Württemberg in Stuttgart. Das ist richtig, gell? Richtig, ja. Ja, schön, dass Sie heute da sind. Wir machen ja diese Filmreihe, wo es darum geht, welche Sozialleistungsträger sind wie aktiv, inwiefern aktiv, an welchen Stellen aktiv bei der beruflichen Eingliederung von Menschen nach einer Tumorkrankheit. Mhm. Vielleicht so die erste Frage, die deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung Baden-Württemberg, was sind da so die Hauptthemen für das Sozialleistungsträgerunternehmen, für das Sie unterwegs sind oder für den Sozialleistungsträger? Zunächst mal herzlichen Dank, Herr Dr. Steudle, für die Einladung hier ins Robert-Bosch-Krankenhaus. Mein Name ist Karin Laudin. Ich bin Ärztin bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg in Stuttgart bereits schon seit 2000 und da in erster Linie auch zuständig gewesen für die Entscheidungen im Bereich Rehabilitation, vor allem auch Anschlussrehabilitation. Seit 3 Jahren habe ich die Leitung im Sozialmedizinischen Dienst in Stuttgart und unser Hauptanliegen ist in der Tat die Rehabilitation zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben. Und Sie wissen ja auch, wir haben die Lebensarbeitszeit hier bis 67. Das ist eine Herausforderung. Alle, die nach 63 geboren sind, haben eben diese lange Arbeitszeit. Und die kann man nur sichern, wenn man eben auch das Rehabilitationsthema an erster Stelle hängt. Rehabilitation sind ja so 2 große Felder. Das eine ist so die berufliche und die medizinische Rehabilitation auf der anderen Seite. Mhm. Wollen Sie da vielleicht so geschwind drauf eingehen, was die großen Unterschiede sind, was die Rentenversicherung da übernimmt? Neu ist sogar jetzt in diesem Kontext, dass wir auch für die Prävention zuständig sind. Das heißt Prävention, Vorrehabilitation, Vorrente und die berufliche Reha ist in der Regel nach der medizinischen Reha. Also erst wird man die medizinische Reha abwarten, wie da die Leistungsbeurteilung die Entscheidung ist. Aber ganz neu, wie gesagt, ist auch das Thema Prävention. Können Sie gerne mal nachschauen. RV-Fit kann man sich online informieren und auch online bewerben für eine Präventionsmaßnahme. Das steht allen Versicherten offen, sowohl Bundversicherte als auch in Berlin versichert. Wir haben immer noch die Teilung, früher waren es Angestellte, die in Berlin versichert sind und die Arbeiter in Stuttgart. Diesen Begriff gibt es nicht mehr. Wir haben Angestellte oder wir haben Versicherte. Aber da können Sie eine Prävention beantragen. Und neu ist auch da, dass man keinen medizinischen Befundbericht mehr braucht für diese Prävention. Da haben wir auch noch eine Sondermaßnahme, PrevOnco, eine Prävention mit Schwerpunkt Risikoerkrankungen, wenn in der Familie gehäuft onkologische Erkrankungen vorkommen, Brustkrebs zum Beispiel, und das familiär bedingt ist, dann haben wir als Reha-Pro-Projekt initiiert das PrevOnco. Da findet 1 Woche Prävention in Istnie-Überruh statt, in unserer eigenen Reha-Klinik im Allgäu. Und das Besondere da ist, dass neben der Ernährungsberatung, neben Sport, Bewegung, Walken, Entspannung, auch psychologische Beratung stattfindet. Eben, wie geht man um mit dieser erhöhten Belastung, vielleicht eine onkologische Erkrankung zu bringen. Da laufen im Moment die Kurse, wie gesagt, in Istnie. Und die Rehabilitation setzt sich aus 2 großen Gebieten zusammen. Zunächst mal die allgemeine Rehabilitation, da haben wir vor allem orthopädische Erkrankungen im Vordergrund. Entschuldigung, das ist die medizinische Rehabilitation. Bei der medizinischen Reha, ja. Orthopädische ist so das häufigste, schon über die Jahre hinweg, kommt häufig vor. Aber auch etwa gut 20% der Rehabilitationsmaßnahmen, vor allem bei Anschlussreha, wenn man direkt vom Krankenhaus aus in die Reha geht, sind die onkologischen Reha-Maßnahmen. Und das Besondere da ist, dass wir hier auch die Versicherten, die bereits schon berentet sind, also auch in der Altersrente sind, auch die können eine onkologische Reha über die deutsche Rentenversicherung beantragen. Das ist das Besondere. Ansonsten ist ja bei Altersrentnern in der Regel immer die Krankenkasse zuständig für eine Rehabilitation. Und wir können uns auch vorstellen, dass mehr Reha-Maßnahmen auf diesem Gebiet der Onkologie beantragt werden. Wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren Covid-bedingt einen Rückgang der Reha-Maßnahmen. Teilweise konnten Reha-Kliniken ja auch nicht in dem Umfang arbeiten oder haben geschlossen gehabt. Aber jetzt holen wir wieder auf und da ist noch ein Rückstand bei den onkologischen Reha-Maßnahmen, wo wir einfach nochmal Werbung machen wollen. Wenn eine onkologische Erkrankung vorliegt, bitte beraten Sie sich, wer zuständig ist. In aller Regel ist es die Rentenversicherung, eben auch bei denen, die schon vielleicht berentet sind. Und wir freuen uns über jeden Antrag.
Wie muss man sich das vorstellen, so eine medizinische Reha, wenn jetzt jemand eine Tumorkrankheit hatte, zum Beispiel jetzt während Covid oder jetzt im letzten Jahr im Verlauf und ist vielleicht noch nicht ganz im Berufsleben drin, zu welchem Zeitpunkt kann der eine Reha beantragen? Wie sieht so eine medizinische Reha für einen onkologischen Patienten, für eine Patientin aus? Zunächst mal ist es in der Regel so, dass wenn die Diagnose Krebs gestellt wird, dass ja häufig eine Operation stattfindet, wie auch hier bei Ihnen im Robert-Busch-Krankenhaus. Und dann wird eine Primärtherapie eventuell durchgeführt in Form von einer Chemotherapie oder Bestrahlung. Und diese wartet man in der Regel ab. Man kann auch ausnahmsweise sofort vor dieser Therapie beginnt schon die AHB machen. Aber in der Regel führt man erst diese Primärtherapie durch. Und dann kann man schon im Laufe dieser Behandlung diesen AHB-Antrag bei der Rentenversicherung stellen. In der Regel macht es hier Ihr Sozialdienst im Krankenhaus, sodass, wenn diese Therapie abgeschlossen ist, man nahtlos gleich in die Anschlussrehabilitation gehen kann. Und dafür haben wir auch extra spezialisierte Kliniken, die sich in ganz Baden-Württemberg, aber mittlerweile auch in ganz Deutschland befinden. Wir haben ja jetzt auch im Rahmen des digitalen Rentengesetzes, belegen wir alle Krankenhäuser, die in ganz Deutschland spezialisiert sind. Sie haben gerade die AHB, also Anschlussheilbehandlung, mit angesprochen. Der Unterschied zwischen Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung vielleicht noch so ein bisschen erklären. Gut, die AHB oder Anschlussheilbehandlung wird in der Regel nach der Akutbehandlung mit Abschluss der Primärtherapie durchgeführt, in Regel zeitnah dann. Und ein Jahr später oder auch zwei Jahre später hat man noch mal die Möglichkeit, eine erneute Rehabilitation zu beantragen. Das gilt auch für die Altersrentner. Das heißt, ein Mensch kann direkt nach der Therapie das erste Mal gehen. Mhm. Und wenn man dann im Berufsleben drin ist und merkt, man, es wird mir eigentlich noch mal gut tun, noch mal zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, Bewegungsapparat, Sport, und da vielleicht auch noch mal psychisch, emotional Themen aufzuarbeiten, gibt es die Möglichkeit, zwischen ein und zwei Jahren später noch mal erneute Nachsorgereha zu stellen. Perfekt. Ja. Und in der Reha hat man dann auch die Möglichkeit, man hat erstens einmal Sport, Bewegung. Bewegung ist auch sehr wichtig bei onkologischen Erkrankungen. Man hat die Ernährungsberatung, die ärztliche Beratung. Die Möglichkeit besteht auch, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen, sowie auch die Sozialberatung. Wenn es vielleicht darum geht, kann ich meinen Beruf noch in dem Umfang machen? Und da gibt es auch die Möglichkeit, in der Rehabilitation schon eine stufenweise Wiedereingliederung zu planen. Stufenweise Eingliederung wäre dann über die Rentenversicherung möglich, wenn man innerhalb von 4 Wochen nach Ende der Reha mit der Arbeit beginnt, im Umfang von zum Beispiel 2 Stunden. Und das würde man dann aufbauen, 2, 3, 4 Stunden bis 6 Stunden. In der Regel zieht sich das über 2, 3 Monate hin. Aber es kann im Einzelfall auch verlängert werden bis zum längeren Zeitraum, diese stufenweise Wiedereingliederung. Und das Besondere dabei ist, dass dann die Rentenversicherung für diesen Zeitraum quasi Übergangsgeld bezahlt, so in Höhe vom etwa auch Krankengeld, also so 70-75% vom Netto. Bei Kindergeldbezug sind es 75% vom Netto, sodass praktisch der Arbeitgeber auch entlastet wäre. In dieser beruflichen Wiedereingliederungsphase, das wäre eine Möglichkeit, wie wir unterstützen können nach der Reha. Wenn klar ist, dass man wieder in seinem Beruf, im letzten Arbeitsplatz arbeiten kann. Wenn aber es so aussieht, dass man zum Beispiel nicht mehr, man hat einen schweren Beruf als Maurer, schwere körperliche Arbeit und es ist absehbar, dass dieser Beruf definitiv nicht mehr geht, dann käme die berufliche Reha, die berufliche Teilhabe in Frage. Das nennt sich Leistung zur Teilhabe im Arbeitsleben, abgekürzt, vielleicht haben Sie schon gehört, LTA. Dann gibt es in jeder Dienststelle bei uns, jeder Zuständigkeit auch Reha-Fachberater, die sich praktisch um dieses Thema, um diesen Versicherten individuell kümmern und auch den bestehenden Arbeitsplatz besichtigen, um zu schauen, kann man vielleicht erreichen, dass man den Arbeitsplatz umrüstet, umsetzt, dass der Versicherte wieder zurück kann an den Arbeitsplatz. Oder bei dem gerade Beispiel wie Maurer, wo es jetzt eher unklar, wo es eher vielleicht klar ist, dass dieser Beruf in dem Umfang nicht geht, dass man vielleicht auch prüft weitere Qualifizierungsmaßnahmen, vielleicht in dem Fall dann für technischen Beruf oder Haustechniker oder auch berufliche Neuorientierung. Das kann auch bis zur
beruflichen Umschulung gehen. Das heißt, zuerst die medizinische Reha, die nach Behandlungsabschluss dann stattfinden kann. Mhm. Und wenn man dann merkt, okay, im Berufsleben tue ich mich schwer, es gibt einfach Komplikationen oder man weiß es von vornherein schon, dann gibt es die Möglichkeit der Teilhabe am Arbeitsleben als LTA. Mhm. Und das sind dann nochmal Anträge und man schreibt die Rentenversicherung an, ruft an, geht bei einer Beratungsstelle vorbei und die unterstützen einen mit den Anträgen. Mhm. Man kann es auch schon von der Reha aus beantragen. Auch in der Reha gibt es die Möglichkeiten, die LTA-Anträge zu stellen und zu beschreiben, warum der Beruf, der letzte Arbeitsplatz nicht mehr geht. Dann wird es relativ zeitnah umgesetzt. Oder man kann auch sich einen Beratungstermin geben lassen bei der Rentenversicherung. Wenn manchmal ist auch nicht so ganz klar, welcher Beruf kommt alternativ in Frage. Dann gäbe es zum Beispiel auch die Möglichkeit, wir haben ja Berufsförderungswerke, hier auch beispielsweise im Nordschwarzwald, Schömberg als Beispiel nochmal. Da kann man dann den Versicherten für 2 Wochen anmelden und dann haben die praktisch einen Eignungstest, führen da eine Testung durch, sowohl körperlich als auch psychisch, mental, für welchen Beruf wäre man belastbar. Um quasi eine Weiterbildungsmaße, eine Umschulung, was auch immer, zu beurteilen, ob das realistisch ist. Ja. Weil dann kann man die Umschulungsmaßnahme auch beantragen und durchführen zur Wiedereingliederung. Ja. Weil unser Ziel ist immer, und das ist aber auch der Wunsch der Versicherten, das muss man so sagen, die allermeisten Versicherten wollen wieder ins Erwerbsleben zurück. Was ist denn, wenn jemand im Erwerbsleben gelandet ist und ein halbes Jahr arbeitet und merkt, es geht doch nicht? Und man hat eine Reha gemacht, es sah so aus, als würde eine medizinische Reha gemacht. Man dachte, es klappt alles. Mhm, und man merkt im Berufsleben, ich komme jeden Tag an meine Grenzen und eigentlich klappt es doch nicht. Mhm. Welche Möglichkeiten bestehen da? Ja, eine Möglichkeit wäre auch, dass man zum Beispiel prüft, dass man die Arbeitszeit reduziert. Ein Modell wäre zum Beispiel denkbar, Erwerbsminderungsrente, teilweise Erwerbsminderungsrente, dass man einen halben Tag arbeitet und eine halbe Erwerbsminderungsrente kombiniert. Sowas wird meines Erachtens zu wenig in Erwägung gezogen, immer so ganz oder gar nicht. Aber manche kommen auch damit zurecht. Das ist auch bei der Multiple Sklerose zum Beispiel so oder bei den Erkrankungen, wo auch Fatigue eine Rolle spielt, dass man sagt, naja, man arbeitet einen halben Tag und einen halben Tag praktisch wäre dann die Erwerbsminderungsrente jetzt als finanzieller Ausgleich. Aber man könnte sich trotzdem auch, wenn es jemand jung ist, die Erwerbsminderungsrente wirtschaftlich nicht ausreichen würde, man kann sich an Rentenversicherung wenden, nochmal eine medizinische Reha und auch, erneut, wollen wir schon im Berufsleben oder berufliche Reha beantragen, also diese LTA. Gut, wenn man das noch nicht ausgeschöpft hat, natürlich. Das wäre möglich. Eine erneute Reha ist generell immer auch möglich, auch wenn irgendwie erneut etwas dazukommt, beispielsweise ein Rezidiv oder eine Verschlechterung, dann gibt es generell immer erneut die Möglichkeit, eine Reha. Da gibt es auch keine Fristen, also die 4-Jahres-Frist, die man so kennt bei der Rehabilitation, die bezieht sich dann, wenn man immer die gleiche Erkrankung hatte, dann gibt es so eine Regel, erst wieder in 4 Jahren. Das bezieht sich aber nicht, wenn jetzt eine Verschlechterung oder Veränderung ist, dann hat man immer die Möglichkeit, nochmal vorzeitig natürlich eine Reha zu beantragen. Das heißt, wenn man merkt, ich habe zwar gehofft, es klappt im Berufsleben, aber ich komme doch nicht so zurecht, auf jeden Fall nochmal eine Reha beantragen, mit den Leuten in der Reha sprechen, ob eine berufliche Rehabilitation, welche Möglichkeiten es gibt, um da wieder ins Erwerbsleben zu kommen. Oder vielleicht gibt es auch mal Erkrankungen, wo tatsächlich eine Pause von 1-2 Jahren zu empfehlen ist. Dann wäre immer noch auch die Erwerbsminderungsrente eine Möglichkeit, wo man einfach die finanzielle Absicherung hat für befristete Zeit. Erwerbsminderungsrenten sind ja immer befristet und prüft dann noch einmal erneut eine Rehabilitation oder eine berufliche Eingliederung. Auch das wäre möglich. Woher weiß ich denn, welche Rentenversicherung zuständig ist? Es gibt ja viele Rentenversicherungen in Deutschland. Die Angebote betreffen alle Rentenversicherungen, das ist richtig. Ja gut, die wichtigsten Träger sind Rentenversicherung Bund in Berlin und die regionalen Rentenversicherungsträger Land. Und dann haben wir aber auch noch 5% der Versicherten Knappschaft Bahn C. In der Regel kriegt man ja auch immer regelmäßig Post von der Rentenversicherung, da mal draufschauen, wo kommt sie her.
Man sieht es auch an der Versicherungsnummer möglicherweise, dass man da nochmal nachschaut. Ansonsten weiß es auch die Krankenversicherung. Und ansonsten, wenn jetzt ein Antrag gestellt wird an unsere Rentenversicherung, in Stuttgart zum Beispiel, dann prüfen wir natürlich immer auch die Zuständigkeit. Wenn wir feststellen, andere Träger wäre zuständig, dann leiten wir selbstverständlich an den zuständigen Träger weiter. Wir würden auch, wenn eine Krankenkasse zuständig wäre, an die zuständige Krankenkasse weiterleiten, damit also ein Antrag nie verloren geht. Das heißt, es muss nicht, wenn jetzt vielleicht noch gar kein Anspruch besteht bei der Rentenversicherung, dann kümmern Sie sich als Rentenversicherung drum, klären das, ist vielleicht die Krankenkasse zuständig, genau. Wie auch immer. Okay, das heißt, das muss der Versicherte nicht für sich klären, sondern das wird von Ihnen als Leistungsträger auch geklärt. Wobei die Chancen recht hoch sind, denn es reichen schon 6 Pflichtbeiträge für eine Rehabilitation, also 6 Monate gearbeitet. Oder man hat die Mindestversicherungszeit ist 5 Jahre, auch genannt sogenannte allgemeine Wartezeit. Wenn man einmal 5 Jahre gearbeitet hat für die Rentenversicherung und dann vielleicht selbstständig ist oder im Erziehungsurlaub längere Zeit war, dann reichen auch schon die 5 Jahre aus, für eine Rehabilitation zu beantragen. Also da haben wir relativ niedrigschwellige Voraussetzungen. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie den Betroffenen oder Angehörigen mitgeben möchte, was wichtig ist im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben bzw. zur medizinischen Rehabilitation nach schweren Erkrankungen, nach einer Tumorkrankheit, was man beachten muss, was sonst noch wichtig wäre? Also immer Mut und Zuversicht, so einen Antrag zu stellen. Wir hatten erst kürzlich auch ein Gespräch, jetzt am Wochenende die Diskussion, da war eine Betroffene, eine junge Betroffene, die Brustkrebs hatte, die hat so positiv von ihrer Reha-Erfahrung erzählt, das war wirklich ansteckend. Zunächst mal war sie natürlich down, so jung schon so eine Erkrankung, onkologische Erkrankung zu haben, und hat dann aber mit dieser Rehabilitation da einfach nochmal auch andere Patientinnen kennengelernt. Und in diesem Fall hat sie sogar so geschildert, dass da Freundschaften entstanden sind in der Rehabilitation. Und die haben sogar eine gemeinsame Alpenüberquerung geplant. Also ist das nicht toll, so als Ziel sich zu nehmen, ich will wieder zurück ins Arbeitsleben, und haben das geschafft. Vielleicht ist auch mal gut, wenn man sich mit Betroffenen austauscht. Also da gibt's auch, möchte ich auch erwähnen, hier der Krebsverband Baden-Württemberg hat ja auch verschiedene Beratungsstellen, hier auch in Stuttgart und Umgebung, in allen meisten größeren Kreisstädten gibt es eine Beratungsstelle. Und da sind Psychologen, haben auch Psychologen vor Ort, wir haben Sozialdienstmitarbeiter, die eben auch Empfehlungen geben im konkreten Fall, was sozialrechtlich für Möglichkeiten sind. Also diese Möglichkeit auf jeden Fall, die Krebsberatungsstellen zu besuchen, um sich zu informieren, um sich beraten zu lassen. Und da war ja auch erst kürzlich, ich weiß nicht, ob sie dabei war, Tag der offenen Tür. Wir haben ja in Stuttgart neue Räumlichkeiten, ich war selbst ganz begeistert von den Räumlichkeiten. Und die bieten auch an, als durften ja alle auch mitmachen, Tanztherapie im Rahmen dieser Krebsberatungsstelle. Hat man da die Möglichkeit. Man zahlt nur minimal einen kleinen Obolus dazu. Ansonsten ist das finanziert. Oder wir haben Yoga-Möglichkeiten. Oder wir haben eine Kunsttherapeutin, die Malkurse macht. Alles ganz tolle Sachen, die man hier auch vor Ort machen kann, um einen Ausgleich zu finden, um mit Betroffenen zu reden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Vielleicht eine Anmerkung: Wir erleben, dass vor allem junge Patienten, es gibt ja diese speziellen Rehas für junge Erwachsene und Jugendliche mit Krebserkrankungen, wo auch von der Rentenversicherung finanziert werden. Wir erleben, dass das auch wirklich extrem wertvoll ist, und erleben das Gleiche, dass Menschen wirklich motivierter zurückkommen und sehr, sehr positive Erfahrungen machen. Also es lohnt sich wirklich, diese medizinische Reha zu beantragen und sich darauf einzulassen, andere Menschen kennenzulernen, die vielleicht eine ähnliche Lebenssituation sind. Erleben wir auch so, dass es wirklich hilfreich ist, um ins Leben zurückzustarten und ins Berufsleben wieder richtig reinzukommen. Ja, schön, dass Sie es ansprechen, Herr Dr. Steudle. Ich habe mich jahrelang für Kinder- und Jugendreha engagiert, und das hatte auch mit dieser Arbeitsgruppe den Erfolg, dass wir im Flexirentengesetz 2018 erreichen konnten, dass die Kinder- und Jugendreha eine Pflichtaufgabe für die deutsche Rentenversicherung geworden ist. Vorher war es eine freiwillige Leistung, jetzt ist es eine Pflichtaufgabe, und wir haben auch Verschiedenes hier erreicht, dass zum Beispiel die Kinder begleitet werden können, generell bis 12 Jahre von einem Erwachsenen, dass
dass es auch ambulante Möglichkeiten, dass es Nachsorgemöglichkeiten gibt. Und da haben wir auch den Schwerpunkt onkologische Reha für Kinder und Jugendliche. Und diese führen wir in der Regel in Form einer Familienrehabilitation durch. Also wenn ein Kind eine onkologische Erkrankung hat und eine Reha über uns beantragt, kann die ganze Familie und alle und die Geschwister mit. Und da haben wir zum Beispiel die Reha-Klinik Tannheim in Villingen-Schwenningen oder Schönwald im Südschwarzwald, verschiedene Kliniken, die für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Und da auch bitte dran denken, dass sie Reha beantragt werden. Und junge Erwachsene auch in speziellen Gruppen starten. Also es sind wirklich sehr gute Einrichtungen, wo wir sehr viel positive Rückmeldungen kriegen. Mhm. Es gibt hier ganz unterschiedliche Reha-Kliniken in Deutschland und mit verschiedenen Schwerpunkten. Wie findet denn jemand raus, welche Klinik passt für mich am besten? Wer hat die besten Kompetenzen? Wo bin ich am besten aufgehoben? Es gibt ja das Gesetz Digitale Rentenübersicht und da hat jeder Versicherte das Wunsch- und Wahlrecht, eine Reha-Klinik auszusuchen. Und da empfehle ich die Homepage www.meinerehabilitation.de. Einfach mal aufschlagen, diese Internetseite, und dann kann man dann praktisch auswählen, welche Rehabilitation, zum Beispiel in dem Fall Schwerpunkt onkologische Rehabilitation. Dann kann man auswählen, welchen Schwerpunkt man hat, ob gynäkologische Onkologie. Und dann werden einem die geeigneten medizinischen Reha-Kliniken in Deutschland aufgezeigt. Und man kann sich die im Internet schon mal anschauen und sich daran eben die Wünsche orientieren. Das heißt, im Internet gut informieren und dann auf den Antrag gleich mit draufschreiben, welche Klinik wünsche ich mir. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man da einen Platz kriegt. Mhm. Gerne auch eine Ersatzklinik dazuschreiben, weil wir orientieren uns im Augenblick nach dem Qualitätsstandard der Klinik. Je höher die Kliniken in ihrem Qualitätsstandard sind, desto höher sind sie im Ranking. Dann haben wir aber auch nochmal die Wartezeit. Das heißt, Kliniken, die gerade sehr nachgefragt sind, sind vor allem Nordsee-Ostsee-Kliniken, haben eine sehr lange Wartezeit. Das ist dann wieder ein Minus für die Belegung oder sind eventuell für die Zeit nicht belegbar. Und von daher ruhig vielleicht 2 oder auch 3 Kliniken nennen. Wenn man jetzt sich diese Mühe nicht macht, eine geeignete Klinik zu finden, dann machen wir das in der Rentenversicherung, werden die Anträge geprüft und die Erkrankungen praktisch mit einer ICD-Verschlüsselung gekennzeichnet. Und dann haben wir schon auch unser Programm so, dass wir die geeigneten Kliniken auswählen. Und der Versicherte bekommt dann einen Vorschlag mit 4 Kliniken, die geeignet sind. Und innerhalb von 2 Wochen hat er dann die Möglichkeit, eine dieser Kliniken zu wünschen. Ich denke, das wären die wichtigsten Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Danke für die Informationen und wir hoffen, dass das den Betroffenen, den Angehörigen weiterhilft. Vielen Dank Ihnen. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.